Und wir kommen zum Marktüberblick. Den gibt es heute von Oliver Roth von Close Brothers Seidler. Olli, traurig, dass der BVB verloren hat, oder stolz, dass er der zweitbeste Verein in Europa ist? Stolz, dass er der zweitbeste Verein in Europa ist. Überhaupt war das Finale ein Lichtblick für den deutschen Fußball, denn er hat wunderbar repräsentiert, wie momentan in Deutschland Fußball gespielt wird. Und das ist Offensive. Und das war eine Werbung für den deutschen Fußball. Und von daher war auch alles gut. Ich würde mich ja noch wahnsinnig gern weiter über das Thema Fußball unterhalten. Zeit haben wir ja, weil Börsen in New York und London bleiben ja geschlossen. Wo könnten Impulse herkommen? Ja, das ist die große Frage. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir vom Freitag vom IFO noch positive Impulse hier im Markt haben. Denn die Vorgaben aus Asien, die waren nicht besonders gut. Der Nikkei deutlich im Plus geschlossen, über 3%. Und auch der Hang Seng hat nicht wirklich was rausgerissen. Also von daher haben wir eigentlich erstmal negative Vorgaben. Aber noch einmal, hier in Deutschland, da wartet natürlich alles darauf, dass die Wirtschaft endlich anspringt. Und vielleicht schaffen wir es eben über den Konsum letztendlich dann ein bisschen mehr Impulse reinzubekommen. Und von daher ist die Stimmung heute Morgen zunächst einmal gut, allerdings glaube ich, eben im Verlauf des Tages wird das alles abebben und einschlafen, denn es kommen weiterhin keine weiteren Impulse, die heute noch zu erwarten wären. Denn, wie Sie es gesagt haben, USA und London haben heute zu. Und diese Impulse vom vergangenen Freitag, also IFO und GfK Konsumklima, alles das war ja doch überraschend positiv. Für wie stabil halten Sie diese Entwicklung? Also ich glaube, dass die Entwicklung grundsätzlich erstmal wirklich stabil ist. Auf der Konsumseite ist es schlicht und ergreifend so, dass viele Leute momentan ihr Geld ausgeben, weil sie sagen, bevor wir es anlegen und über die Inflation letztendlich sogar noch was drauflegen, da geben wir es lieber aus, da investieren wir es. Und von daher können wir das zumindest innerhalb der letzten 6 bis 9 Monate eigentlich sehr zufrieden sein in Deutschland. Darüber hinaus glaube ich auch wenn der ein oder andere Impuls momentan nicht ganz so deutlich ist, dass in Asien die Konjunktur langsam wieder anzieht. Nichtsdestotrotz haben ja die Chinesen eher tendenziell enttäuschende Zahlen gebracht. Trotzdem glaube ich, dass wir über den Export im zweiten Halbjahr doch wieder anziehen können. Also der Konjunkturoptimismus, der fängt langsam an, seine Blüten zu tragen. Und ich glaube, unter dem Strich ist er auch berechtigt. Das heißt also nicht sell in May and go away, sondern wer noch nicht dabei ist, kaufen, buy in May? Nein, wir haben zum einen ja jede Menge schon vorweggenommen. Zum anderen, Sell in May and Go Away stimmt zwar, ich würde mal sagen, aus meiner Erfahrung von über 20 Jahren, von 10-mal, 7-mal. Nichtsdestotrotz glaube ich, jetzt sind wir eher bei den 7-mal, nämlich, dass man eine Seitwärtsbewegung sehen wird. Wir werden über den Sommer uns etwas ruhiger gestalten, der Markt wird sich ruhiger gestalten. Wir werden da sicherlich die eine oder andere Zahl letztendlich abwarten aus der Wirtschaft. Denn unter dem Strich kann die Börse nie so weit weglaufen von der realen Wirtschaft. Also die reale Wirtschaft, die müsste jetzt erstmal nachziehen. In Europa sehe ich da sicherlich große Probleme, denn da sind wir in einer Rezession, Gesamteuropa. Aber für Deutschland bin ich da eigentlich ganz optimistisch. Also ich sage mal, es gibt eine Seitwärtsbewegung und erst Ende des Sommers, August, September, da kann man dann wieder eintreten. Also dann Sell in May and Go Away. In dem Fall würde das sogar dieses Jahr stimmen. Das heißt, es wäre sogar ein 70%-Jahr nach Ihrer Zellrechnung. Olli Roth, Close Brothers Seidler, Dankeschön und einen guten Tag nach Frankfurt. Ciao, ciao.